Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleibt neugierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es immer geliebt, mit Polaroid zu fotografieren. Es war super, man hat das Wort ein Bild. Und ich habe immer diese Landkamera von meinem Opa benutzt. Es ist einfach schön, wenn man überall sofort das Bild hat. Das Problem war immer nur, sie waren entweder überbelichtet oder unscharf. Und es war eine sehr teure Angelegenheit. Und deswegen hat sich für mich die Frage gestellt, gibt es die Möglichkeit, Sofortbilder zu bekommen, die aussehen wie früher, ohne eine Polaroid-Kamera? Ich habe also im Internet ein bisschen recherchiert, um eine Alternative zu meiner alten Polaroid-Kamera zu finden und bin fündig geworden, nämlich über diesen Instax Share SP3-3SQ von Fujifilm. Das ist ein sogenannter Sofortbilddrucker. Ich würde es aber nicht Drucker nennen, denn es belichtet tatsächlich den Film aus. Also es kommt nicht aus normalen Drucker raus, sondern es hat eine Belichtungszeit. Und dementsprechend wirkt es dann auch wirklich wie ein Foto und nicht wie wenn ich das hier aus dem Drucker raushaue. Die Bedienung ist super einfach, weil ich kann mir ein Foto aus meinem Smartphone raussuchen, was mir gut gefällt. Dieses eine Bild, was ich nur als Sofortbild haben möchte, lade es in die App rein, die sich per WLAN mit diesem Gerät verbindet. Dann suche ich mir, wie gesagt, das Bild raus, kann es noch beschneiden, kann noch in der Belichtung drehen, am Kontrast. Alles in dieser App und dann einfach auf Drucken drücken und dann kommt schon ein, ich weiß gar nicht, ob man Polaroid sagen darf, ich glaube nicht, ein Fujifilm, ein Sofortbild aus diesem wunderbaren Gerät. Und die Qualität ist echt toll. Das Format ist ein bisschen kleiner als das Original Polaroid. Aber dafür kann man sich wirklich nur die Bilder, jetzt sage ich doch ausdrucken, nur die Bilder rauslassen, die einem gefallen. So ein Film mit 10 Bildern kostet, glaube ich, so um die 10 Euro. Also 1 Euro ein Bild, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Aber ich glaube, um den Dreh, wo man sagen kann, oh, das war richtig teuer, finde ich nicht, denn ich kriege ja nur ich lasse ja nur das Bild raus, was mich wirklich interessiert, was ich mir in den Kühlschrank hängen will, was ich jemand verschenke. Und es hat dann auch genau die Qualität, die ich erwarte, ohne dass unscharf ist, überbelichtet. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, gebt dem Film doch ein Like oder abonniert meinen Kanal. Würde mich beides sehr freuen. Und danke, dass ihr euch diesen kleinen Technik-Tipp angesehen habt. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, sage danke, tschüss und bleibt neugierig. Und weil wir alle neugierig sind, zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Oh nein, fuck! Super, war alles unscharf. Machen wir es nochmal neu.